zusammen, herzlich willkommen zu einem Video von Hanuman at Home. Ich bin Bianca und für uns auf der Matte ist heute Lorena. Wir machen in der heutigen Stunde das Aufwärmen mit viel Sonnengrüße, um die Energie zum Fliessen zu bringen. Und dann im zweiten Teil der Lektion mit Forward Folds vorbeugen, die einen beruhigenden Effekt haben können auf den Körper und auf den Geist. Wir machen ein sitzendes Warm-up, können beide Sitzbeine verankern, die Schultern mal zurückrollen. Und mit der Einatmung ziehen die Arme über die Seite auf. Zu der Decke werden lang und ausschnaufen, Sidebend nach rechts. Die rechte Hand können wir abstellen, den linken Arm am Ohr entlang ziehen. Schnaufen. Und beide Sitzbeine verankert halten. Und dann mit der Ausatmung den linken Arm absenken, machen den grossen Kreis zum Boden und einschnaufen. Den Arm aufziehen. Und gehen hier ein paar Mal für euch. Und könnt auch das Brustbein ein bisschen mitnehmen in die Bewegung, wie es Lorena macht. Sehr gut. Und noch einmal. Und dann das nächste Mal, wenn ihr den Arm am Ohr entlang habt, kommt zurück in die Mitte. Beide Arme aufziehen, einschnaufen. Und ausschnaufen, Seitband. Nach links die linke Hand abstellen, den rechten Arm am Ohr entlang. Und ziehen die rechten Fingerspitzen nach links. Schnaufen, beide Sitzbeinhöcker verankern. Und dann gehen hier mit der Ausatmung den rechten Arm absenken. Kreis machen zum Boden. Mit dem Einschnaufen den Arm aufziehen. Ein paar Mal für euch mit der Atmung gehen. Auch hier könnt ihr ein bisschen Brustbein mitnehmen in die Bewegung. Tief schnaufen. Und geht noch ein letztes Mal. Und dann kommt zurück in die Mitte beim Einschnaufen, beide Arme aufziehen. Und ausschnaufen, Twist nach rechts, Arm absenken. Mit der Einatmung Länge finden in der Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung vielleicht noch ein bisschen tiefer im Twist. Leichte Bauchspannung geben. Einschnaufen zurück, könnt mit die Beine aufziehen. Ausschnaufen, Twist nach links, Arm absenken. Und mit der Einatmung noch ein bisschen Länge finden. Ausschnaufen, ein bisschen tiefer noch ein Twist vielleicht. Einschnaufen zurück, könnt mit die Beine nochmal aufziehen. Und ausschnaufen, kommt gerade auf die Hände und auf die Knie in vier Füßler. Nehmt die Decke und die Knie, wenn ihr sensible Knie habt. Finger gut aufspreizen, Handgelenk unter den Schultern. Leichte Bauchspannung geben. Und mit der Ausatmung gehen in einen Katzenbuckel. Werdet rund, das Knie zu der Brust ziehen. Bauchspannung behalten. Einschnaufen, Kuhrücken. Wirbelsäule in die andere Richtung rund, das Herz ein bisschen anheben. Ausschnaufen, Katzenbuckel. Einschnaufen, Kuhrücken, geht noch ein paar Mal für euch in eurem Tempo. Auch hier schön die Atmung fließen lassen. Vertiefte Atmung. Ihr könnt auch noch mal die Augen ein bisschen zumachen, die Bewegung ein bisschen besser spüren. Sehr gut. Und dann kommt in eine neutrale Wirbelsäulenposition nochmal den Bauchnabel gut reinziehen. Einschnaufen, strecken den rechten Arm nach vorne und das linke Bein nach hinten aus. Und zuerst mal einfach Länge finden. Der linke Fuß könnt ihr flexen, viel Energie ins linke Bein. Der Daumen von der rechten Hand zeigt nach oben. Nacken schön lang. Schnaufen hier nochmal ein. Und mit der Ausatmung gehen wir in einen Awkward Airplane. Der rechte Arm geht über nach rechts, das linke Bein nach links. Und probiert so hoch zu halten, wie es geht, den Arm und das Bein. Und dann muss die ganze Rückseite schaffen, das linke Gesäß, schnaufen. Sehr gut. Einschnaufen, den Arm nach vorne, das Bein zurück, nochmal Länge finden. Und ausschnaufen, lösen, Hand und Knie zurück, an die zweite Seite. Einschnaufen, den linken Arm nach vorne, das rechte Bein zurück. Zuerst Länge finden,
nochmal Bauchspannung geben. Schnaufen. Mit der Ausatmung das rechte Bein über nach rechts, der linke Arm nach links. Probiert das Bein und den Arm so hoch zu halten wie möglich. Spüren, wie die Rückseite schafft. Schnaufen weiter. Sehr gut. Einschnaufen, den linken Arm nach vorne, das rechte Bein zurück, Länge finden. Und ausschnaufen. Lösen. Stellt dann die Hände etwa 5 cm weiter vorne, die Finger aufspreizen, die Zehen aufstellen. Ausschnaufen, ersten Hund, der gegen A bewegt. Macht hier, was euch gut tut im ersten Hund. Laufbewegung, die Hüfte ein bisschen von rechts nach links, vielleicht den Kopf Ja und Nein schütteln. Vielleicht fühlt sich der erste Hund von heute noch ein bisschen steif an, das ist ganz normal. Findet dann Stille im Hund, der gegen A bewegt. Schaut, dass ihr wirklich die Hände, die Finger gut aufspreizt. Alle 10 Finger, die ganze Handfläche, die ihr gut in die Matte stossen. Die Hände sind gestreckt und stark, der Nacken entspannt. Bauchnabel fein einziehen. Und ihr könnt hier die Beine ein bisschen beugen. Gerade wenn sich der untere Rücken rundet, müsst ihr die Beine beugen. Die Fersen fließen Richtung Boden, müsst ihr den Boden aber nicht berühren. Sehr gut. Mit der Einatmung Füße führen ins hohe Brett, Schulter über die Handgelenke, vielleicht die Füße ein bisschen zurückstellen. Mit der Ausatmung kontrolliert absenken. Ihr könnt immer zuerst die Knie abstellen. Genau. Ellenbogen nach am Körper, rollen die Schultern weg von den Ohren, einschnaufen, erste kleine Kobra, das Herz anheben, Beine hoch anspannen. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abel zurückstoßen. Wir machen 2 Runden nochmal Vinyasa. Einschnaufen hoch, das Brett, Schulter über die Handgelenk, mit oder ohne Knie kontrolliert absenken. Die Ellenbogen nach am Körper. Einschnaufen, Kobra, Beinbruch anspannen, Schultern weg von den Ohren. Ausschnaufen, Hund, der gegen A bewegt. Letzte Runde. Einschnaufen hoch, das Brett. Ausschnaufen, absenken, kontrolliert. Einschnaufen, Kobra, das Herz anheben. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut. Einschnaufen, schaut vorne zu den Händen, beide zu beugen. Ausschnaufen, führen, laufen oder Gumpen zwischen den Händen. Können immer laufen. Einschnaufen, das Herz anheben, die Fingerspitze bleiben, vielleicht mit den Beinen fest beugen. Ausschnaufen, lösen. Einschnaufen, aufstehen, mit einem geraden Rücken, dort die Beine vielleicht beugen, die Arme über die Seite aufziehen. Ausschnaufen, lösen, Tadasana. Wir machen von hier 2 Runden Sonnengruss an. Einschnaufen, die Arme über die Seite aufziehen, vielleicht die Beine ein bisschen beugen für einen Übergang. Ausschnaufen, vorne abtauchen mit einem flachen Rücken, die Fingerspitze auf die Matte. Einschnaufen, das Herz anheben. Ausschnaufen, ins hohe Brett laufen oder Gumpen direkt absenken. Ihr könnt immer zurücklaufen. Einschnaufen, Kobra, Beinbruch anspannen. Ausschnaufen, Hund, der gegen A bewegt. Einschnaufen, führen, schauen zu den Händen, Beine zu beugen. Ausschnaufen, führen, laufen oder Gumpen. Einschnaufen, flachen Rücken, die Fingerspitze bleiben auf dem Boden. Ausschnaufen, lösen. Einschnaufen, aufstehen, Beine vielleicht beugen. Rutsch bei 4 Bewegungen, dann die Seite offen. Ausschnaufen, lösen. Zweite Runde, einschnaufen, die Arme über die Seite aufziehen. Ausschnaufen, vorne abtauchen mit einem flachen Rücken, die Fingerspitze auf die Matte. Einschnaufen, das Herz anheben. Ausschnaufen, hoch das Brett laufen und Gumpen direkt absenken. Kontrolliert. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen A bewegt. Einschnaufen, führen, schauen zu den Händen, Beine ein bisschen beugen. Ausschnaufen, führen, laufen oder Gumpen zwischen die Hände. Einschnaufen, das Herz anheben, die Fingerspitze bleiben. Ausschnaufen, lösen. Einschnaufen, aufstehen, ohne Katzenbuckel, die Arme über die Seite aufziehen. Ausschnaufen, lösen, Bergposition. 2 Runden in Surya, B, Sonnengruss B. Einschnaufen, die Arme über die Seite aufziehen. Ausschnaufen, vorne abtauchen mit einem geraden Rücken.
Fingerspitze auf die Matte ein, das Herz anheben. Ausschnaufen, hochs Brett. Laufen oder Gumpen direkt absenken, kontrolliert. Einschnaufen, Kobra, die Schultern wegziehen von den Ohren. Ausschnaufen, Hund, der gegen Anwendung. Einschnaufen, das rechte Bein aufziehen zu der Decke. Ausschnaufen, den Fuß vorne stellen, zwischen den Händen sanft landen. Fußgelenk unter das Knie, schauen, dass er hüftbreit steht. Einschnaufen, balancieren, wir kriegen eins auf, kann gut mit den Beinen arbeiten. Ausschnaufen, hochs Brett, direkt wieder absenken. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen Anwendung. Einschnaufen, das linke Bein aufziehen. Ausschnaufen, den Fuß führen, stellen, sanft landen, das Fußgelenk unter das Knie. Einschnaufen, balancieren, dann kriegen eins auf, kommen mit den Beinen arbeiten. Ausschnaufen, hochs Brett, kontrolliert. Absenken. Einschnaufen, Kobra. Und ausschnaufen, Hund, der gegen Anwendung da rumkommt, Schwanassana. Einschnaufen, schauen führen zu den Händen, Beine zu beugen, ausschnaufen, führen laufen, der Gumpen zwischen den Händen. Fingerspitze bleiben auf der Matte, einschnaufen, das Herz anheben, flachen Rücken. Ausschnaufen, lösen, einschnaufen, aufstehen, ohne Katzenbuckel, Daumen über die Seite aufziehen. Ausschnaufen, lösen, zweite Runde, Sonnenguss B. Einschnaufen, Daumen über die Seite aufziehen. Ausschnaufen, vorne abdecken, mit einem geraden Rücken. Einschnaufen, das Herz anheben. Ausschnaufen, hochs Brett, zurücklaufen, der Pumpe absenken, kontrolliert. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend liegt. Einschnaufen, das rechte Bein aufziehen. Ausschnaufen, den Fuß führen stellen. Zwischen den Händen sanft landen. Einschnaufen, balancieren, kriegen eins auf, schaffen mit den Beinen an zur Decke. Ausschnaufen, hochs Brett, absenken. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend liegt. Einschnaufen, das linke Bein aufziehen. Ausschnaufen, den Fuß führen stellen, zwischen den Händen sanft landen. Fußgelenk kommt das Knie einschnaufen, balancieren, wir kriegen eins auf, schaffen mit den Beinen. Ausschnaufen, hochs Brett, absenken. Kontrolliert, ohne ploppen lassen. Einschnaufen, Kobra, die Schultern weg von den Ohren. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend liegt. Einschnaufen, führen, schauen zu den Händen, Beine zu beugen. Ausschnaufen, führen, laufen der Gumpen zwischen den Händen. Einschnaufen, das Herz anheben, die Fingerspitze bleiben. Ausschnaufen, lösen, Kopf, Knie. Einschnaufen, die Arme über die Seite aufziehen, aufstehen. Ausschnaufen, Bergposition, sehr gut. Und gehen von hier weiter. Einschnaufen in den Stuhl, Knie beugen, dann aufziehen. Herz anheben, viel Gewicht in die Ferse, Bauchspannung behalten. Schnaufen hier nochmal ein. Und ausschnaufen, Twist nach rechts, Hand vor das Herz. Und dann stellen den linken Ellenbogen nicht ab. Wir haben dann Schweben in der Luft. Man muss gerade das Zentrum ein bisschen mehr schaffen. Probieren die Wirbelsäule lang zu behalten. Und die rechte Schulter noch ein bisschen zurückrollen. Das Becken tief. Einschnaufen zurück in die Mitte, Daumen aufziehen. Ausschnaufen die Hände vor das Herz, Twist nach links, ohne den Ellenbogen abstellen, den rechten. Schaffen mit dem Zentrum, lange Wirbelsäule. Die linke Schulter noch ein bisschen zurückrollen. Schnaufen nicht vergessen. Einschnaufen in die Mitte, Daumen aufziehen, das Herz anheben. Ausschnaufen, vorne abtauchen, Kopf, Knie. Einschnaufen, das Herz anheben, flachen Rücken. Ausschnaufen, ins hohe Brett laufen, der Gumpen absenken. Einschnaufen, Kobra, Beinbruch anspannen. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut, Adamukha, Schwanassana. Bleiben hier für ein paar Atemzüge und die Atmung zur Ruhe kommen. Bewegen, falls es sich gut anfühlt. Und denkt daran, ihr könnt immer Pause machen, ihr könnt Vinyasas auslassen,
in die Kindsposition, was euch gut tut. Macht die Praxis heute zu eurer eigenen. Wie ist noch das rechte Bein offen zu sitzen der Decke? Ausschnuppenbein beugen, Hüfte aufmachen. Lasst die rechte Ferse zum Gesäß fallen. Sind das rechte Knie offen. Brustbein immer noch gerade gegen den Boden gestreckt. Die starke Arme, das linke Bein anspannen. Einschnuppen das Knie noch mal ein bisschen offen ziehen. Ausschnuppen das Knie zu der Nase ziehen. Die Handgelenk über die Schulter. Die Schulter über die Handgelenk. Und dann schaffen auch hier mit dem Zentrum, ziehen das rechte Knie richtig offen, schnaufen, schauen zwischen die Hände, ausschnaufen, den rechten Fuß führen, stellen das Fußgelenk unter das Knie, einschnaufen, balancieren, dann kriegen eins offen. Komm, wir bleiben diesmal länger in der Pose. Hinterbein gut anspannen, können die Hinterbein ein bisschen beugt halten, falls es im unteren Rücken weh machen. Bauchspannung geben. Arme Richtung Decke ziehen. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen, Twist nach rechts, Arm auf Schulterhöhe. Schauen, dass das rechte Knie immer noch über dem Fußgelenk ist. Findet die Länge von der Fingerspitze bis zu der Fingerspitze. Und dann legen die rechte Hand ab auf den Oberschenkel. Einschnaufen, umgekehrte, rotierte Krieger 1. Zurücklehnen, das Herz zeigt immer noch nach rechts. Schnaufen, Punkt fixieren für die Balance. Einschnaufen, nochmal ein bisschen zurücklehnen. Ausschnaufen, lösen, zurückkommen in die Mitte. Einschnaufen, balancieren, Krieger 1. Ausschnaufen, öffnen, Krieger 2. Dann schaut, dass der rechte Fuß gerade nach vorne zeigt. Das rechte Knie ist über dem Fußgelenk. Schaut, dass das nicht nach innen fällt. Der hintere Fuß zeigt viel nach vorne. Gestreckte Arme, Schulter entspannt. Und reiht die rechte Handfläche offen. Einschnaufen, umgekehrt, Krieger 2 zurücklegen. Rechte Arme am Ohr entlang ziehen. Schnaufen, immer noch das vordere Knie über dem Fußgelenk behalten, sodass es nicht reinfällt, eher nach rechts stoßen. Einschnaufen, nochmal ein bisschen zurücklehnen. Ausschnaufen, den rechten Ellenbogen vom rechten Oberschenkel, den linken Arm offen zu der Decke. Und wir gehen in den tanzenden Krieger. Einschnaufen, lehnen wieder zurück, umgekehrt den Krieger 2. Ihr könnt den linken Arm auch vor euch durchnehmen, vor dem Bauch. Und ausschnaufen in den Winkel, ziehen die Arme in die entgegengesetzte Richtung. Genau. Einschnaufen, zurücklehnen. Und gehen hier ein paar Mal von euch in eurem Tempo. Arbeitet gut vom Zentrum aus, die Beine, eure Basis, die bleiben stabil, die bewegen sich nicht. Genau. Einmal vorne lehnen, Fingerspitze auseinanderziehen. Und einschlafen zurücklehnen, bleiben dann hier. Und mit der Ausatmung floatet in den Halbmond. Stehen aufs rechte Bein, nehmen die rechte Hand auf den Block. Das linke Bein parallel zum Boden, den linken Arm auf der Decke. Und flexen den linken Fuß, viel Energie ins linke Bein. Standbein aktivieren. Und schauen, dass der rechte Fuß immer noch gerade nach vorne zeigt. Falls der beim Übergang reingefallen ist, dann dient er wieder gerade nach vorne ausrichten. Und Blick offen ist anstrengend für den Nacken, können auch auf die Seite oder am Boden schauen. Was sich gut anfühlt für euch. Schnaufen hier ein, findet nochmal Länge. Ausschnaufen, Standbein beugen. Den linken Fuß weit zurückstellen. Krieger 2, sanft landen. Bleiben hier für eine Einatmung. Ausschnaufen, hochs Brett. Absenken. Kontrolliert. Einschnaufen, Kobra, das Herz anheben. Ausschnaufen, Hund. Und gegen Abend schaut Adho Mukha Svanasana. Zweite Seite. Einschnaufen, das linke Bein aufziehen. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte aufmachen. Lassen die linke Ferse zum Gesäß fallen, ziehen das linke Knie offen zu der Decke. Brustbein immer noch gerade zum Boden ausrichten. Starke gestreckte Arme, der Unterbauch ist dünn, das rechte Bein ist angespannt. Einschnaufen, das linke Knie nochmal aufziehen. Und ausschnaufen, das linke Knie zu der Nase, die Schulter über die Handgelenk.
Schafft gut mit dem Bauch, macht euch klein. Vielleicht das Knie noch ein bisschen aufziehen, vielleicht das Knie küssen. Und dann schaut ihr zwischen die Hände, stellt den linken Fuß führen, Fußgelenk und das Knie, schaut, dass ihr hüftbreit stehend einschnaufen, balancierend, kriegen eins auf den Kopf. Und wenn sich das hier wackelig anfühlt, dann stellt ihr den linken Fuß mehr nach links, sodass er breiter steht. Und das Hinterbein anspannen, ihr könnt jetzt auch ein bisschen beugen, falls es im unteren Rücken sollte weh machen. Bauchspannung behalten, Arm zur Decke ziehen, Schulter entspannt. Schnaufen hier ein. Und ausschnaufen, Twist nach links, Arm auf Schulterhöhe. Findet die Länge von der Fingerspitze bis zu der Fingerspitze. Schaut, dass das linke Knie immer noch über dem Fußgelenk ist. Und dann stelle die linke Hand ab auf dem rechten Oberschenkel, einschnaufen, umgekehrt rotiert, den Krieger 1. Zurücklehnen, die Brust zeigt nach links. Können den Punkt fixieren mit den Augen, das hilft für die Balance. Tief schnaufen. Vielleicht das vordere Knie noch ein bisschen beugen. Sehr gut, einschnaufen, nochmal ein bisschen zurücklehnen. Und ausschnaufen, lösen, zurück in die Mitte. Einschnaufen, balancieren, Krieger 1, Arm aufziehen. Ausschnaufen, öffnen in Krieger 2. Linke Arm führen, der rechte Arm zurück. Vielleicht die Füße anpassen, der vordere Fuß und das vordere Knie zeigen gerade nach vorne. Der hintere Fuß ist fein nach vorne abgedreht. Auch hier die Bauchspannung behalten, gestreckte Arme. Und schaut, dass das linke Knie nicht nach innen fällt, stoßt das ein bisschen nach links. Linke Handfläche offen, einschnaufen, umgekehrt den Krieger 2, zurücklehnen den linken Arm, gestreckt am Ohr entlang. Immer noch aufpassen aufs vordere Knie, stoßt das eher nach links. Sehr gut, einschnaufen, nochmal ein bisschen zurücklehnen. Ausschnaufen, winkel den linken Ellenbogen auf den linken Oberschenkel, den rechten Arm am Ohr entlang. Von hier aus auf den tanzenden Krieger. Einschnaufen, zurücklehnen, den rechten Arm jetzt vor euch durch, die Fingerspitze auseinanderziehen. Ausschnaufen, nach vorne lehnen, den Arm wechseln, auch hier die Fingerspitze auseinanderziehen. Einschnaufen, zurücklehnen. Gehen ein paar Mal für euch, schafft gut vom Zentrum aus die Beine, bleiben stabil. Gehen mit der Atmung. Und wenn es euch zu viel ist, könnt ihr auch im Winkel den linken Ellenbogen abstellen. Schnaufen. Und dann, wenn ihr das nächste Mal zurücklehnt, bleibt hier nochmal tief einschnaufen. Ausschnaufen, floatet den Halbmond, steht auf den linken, aufs linke Bein, das rechte Bein. Parallel zum Boden, flexen den rechten Fuß, viel Energie in beide Beine, rechte Arm aufziehen. Blick zur Decke, auf die Seite oder zum Boden. Und der linke Fuß zeigt immer noch gerade. Nach vorne, schaut, dass der nicht reinfällt. Schnaubt weiter. Macht euch lang in alle Richtungen. Dann schnauft hier nochmal tief ein. Ausschnaubt Standbein, beugt den rechten Fuß weit zurückstellen, sanft landen, Krieger 2. Hier nochmal eine tiefe Einatmung nehmen. Ausschnaubt. Hochs Brett wie ein Windmühle, die Hände auf die Matte, absenken. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Hund. Und gegen Abend schaut. Ein paar tiefe Atemzüge drauf. Atmung zur Ruhe kommen, können auch eine Pause einlegen, Kindsposition, was euch gut tut. Und treffen uns dann alle wieder im Hund, der gegen Abend schaut, nehmt euch Zeit. Und stellen dann die Füße etwas weiter führen. Und mit der Ausatmung nehmt die rechte Hand raus ans linke Bein. Kommt in einen Twist. Vielleicht greift ihr die Wade, vielleicht das Fußgelenk, vielleicht nehmt ihr die Hand unter die Ferse. Sind euch fein in den Twist, vielleicht schaut ihr unter der linken Achsel auf zu der Decke. Wenn ihr weh habt in der linken Schulter oder im Handgelenk, dann kommt raus aus der Pose. Schnaufen tief weiter.
Und auch hier können wir dabei immer noch ein bisschen beugen. Und dann stellen wir die Hand zurück auf die Matte. Machen gerade die zweite Seite, die linke Hand außen ans rechte Bein greifen, wo ihr könnt, war der Fußgelenk oder die Hand unter die Ferse. Und zieht euch vielleicht in den Twist, vielleicht schaut ihr unter der rechten Achsel auf. Wenn ihr weh habt in der rechten Schulter oder im Handgelenk, dann kommt raus aus der Pose. Die Ferse müssen auch hier nicht ganz am Boden kommen. Es ist ein bisschen einfacher für die Balance, wenn ihr die Ferse am Boden haben könnt. Und dann die Hand zurückstellen. Laufen mit den Füßen wieder die paar Zentimeter zurück. Einen normalen Hund, der gegen A bewegt. Dann ist noch das rechte Bein aufziehen. Ausschnuppenbein beugen, Hüfte aufmachen. Die Ferse zum Gesäß fallen lassen. Und der Bauch ist drinnen. Dann ist noch das Knie nochmal offen ziehen. Ausschnuppen das Knie zu der Nase. Im Zentrum arbeiten, die Schulter oder die Handgelenke. Schauen zwischen die Hände. Ausschnuppen den Fuß führen, stellen sanft landen. Einschnuppen balancieren, dann kriegen wir eins aufkommen. Schauen, dass ihr hüftbreit steht. Arbeiten mit den Beinen, Bauch anspannen, die Arme zu der Decke ziehen. Ausschnuppen, senken die Arme ab, verschränken die Finger hinter dem Rücken und holen die Schultern weg von den Ohren, ziehen die Hände weg vom Gesäß. Stellen von hier den hinteren Fuß ganz ab auf die Matte. Die Zehen zeigen ziemlich fest nach vorne. Und dann können wir auch noch mal ein bisschen breiter stehen, vielleicht den rechten Fuß noch ein bisschen mehr nach rechts. Schnaufen hier noch mal ein, richten das Brustbein gerade nach vorne aus. Ausschnaufen, Humble Warrior, die rechte Schulter zum rechten Knie. Und genau, die Arme ein bisschen nach vorne ziehen, Schulter öffnen. Und schauen, dass wir die rechte Hüfte nicht zu fest ausweichen lassen. Nach rechts sind die eher nach innen und links, Richtung linke Ferse. Nacken entspannen, schnaufen. Mit der Einatmung kommen wir langsam wieder auf, arbeiten mit den Beinen. Lösen die Hände, ziehen die Arme auf. Lösen die hintere Ferse nochmal. Balancieren, die kriegen eins, schnaufen hier ein. Ausschnaufen, rotierten Winkel, die linke Hand auf die Matte, der rechte Arm offen. Vielleicht müsst ihr den linken Fuß ein bisschen zurückleiden. Und dann können wir hier bleiben, Variante 1, oder wenn ihr wollt, in die schiefe Ebene rollt auf die Aussenkante vom linken Fuß, das rechte Bein aufs linke, beide Beine aktivieren, Füße flexen, Hüfte offen. Dann könnt ihr hier auch das linke Knie abstellen auf den Boden oder den rechten Fuß ein bisschen weiter führen stellen, das geht auch. Und wenn ihr wollt, den rechten Arm am Ohr entlang. Wer noch mehr möchte arbeiten, kann das rechte Bein in die Luft nehmen, wie es Lorena macht. Schnaufen weiter, auch hier rauskommen, wenn ihr weh habt in der linken Schulter oder im Handgelenk. Einschnaufen den rechten Arm zur Decke. Ausschnaufen, hochs Brett, absenken. Kontrolliert Ellenbogen nach am Körper. Einschnaufen, Cobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen A bewegt. Zweite Seite. Einschnaufen, das linke Bein aufziehen. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte aufmachen. Das linke Knie offen ziehen, starke Arme, der Unterbauch drinnen. Einschnaufen das Knie noch mal ein bisschen offen ziehen. Ausschnaufen das Knie zu der Nase, die Schulter über die Hand nehmen, im Zentrum arbeiten, klein machen. Und dann schauen zwischen die Hände, stellen den linken Fuß führen. Einschnaufen balancieren, dann kriegen eins offen kommen, hüftbreit stehen, arbeiten mit den Beinen. Und ausschnaufen den Arm absenken, verschränken die Finger hinterm Rücken. Vielleicht das mal die komische Variante mit dem anderen Daumen oben. Schultern weg von den Ohren, Hände weg vom Gesäß. Stellen den hinteren Fuß ab auf die Matte. Zehen zeigen ein bisschen zur Seite. Vielleicht den linken Fuß ein bisschen mehr nach links. Brustbein gerade nach vorne ausrichten. Schnaufen hier nochmal ein, Herz ein bisschen anheben. Ausschnaufen, Humble Warrior, die linke Schulter zum linken Knie. Arme nach vorne, die Nacken entspannt. Und schaut hier auch, dass die linke Hüfte nicht zu fest ausweicht nach links.
ziehen die linke Hüfte eher nach hinten rein, Richtung rechte Ferse. Mit der Schnufe. Sehr gut. Mit der Einatmung kommen wir offen, arbeiten mit den Beinen. Lösen die Hände, ziehen die Arme offen, die hintere Ferse wieder weg von der Matte. Durch eine tiefe Einatmung. Ausschnaufen, rotiert den Winkel, die rechte Hand auf die Matte. Vielleicht auf den Block, den linken Arm offen. Vielleicht den hinteren Fuß ein bisschen zurücksliden. Die können hier bleiben. Wenn der Wand rollt auf die Aussenkante vom rechten Fuß, linke Bein aufs rechte. Schiefe Ebene. Macht hier eure Variante. Hüfte offen, schnaufen, beide Beine gut anspannen. Rauskommen, wenn ihr weh habt in der rechten Schulter oder im Handgelenk. Einschnaufen, den linken Arm zur Decke. Ausschnaufen, kontrolliert ins hohe Brett und direkt absenken. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend wird. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Ordnung. Zur Ruhe kommen. Laufen von hier mit den Händen zurück zu den Füßen, können die Beine beugen und verschränken dann die Finger hinter dem Rücken, machen nochmal Schulteröffnung, ziehen die Hände nochmal nach vorne. Nacken entspannt, können auch hier immer noch die Beine beugen lassen. Mit der nächsten Einatmung heben das Brustbein fein an. Und ausschnaufen, öffnen das Brustbein nach rechts, beugen das linke Bein, das rechte Bein bleibt gestreckt. Einschnaufen zurück in die Mitte, die Beine austauschen. Ausschnaufen, Brust nach links, das rechte Bein beugen. Einschnaufen zurück in die Mitte, noch einmal ausschnaufen nach rechts, das linke Bein beugt. Einschnaufen in die Mitte, ausschnaufen Brust nach links, das rechte Bein beugen. Einschnaufen zurück in die Mitte, bleiben dann hier. Lösen die Finger, nehmen die Fingerspitze auf die Matte und nehmen die Füße dann ein bisschen breiter als Hüftbreit. Zehen nach außen und dann die kontrolliert die Beine beugen. Mal lassen. Und wenn euch das unangenehm ist in den Knien, dann könnt ihr auf dem Block sitzen. Oder wenn die Fersen wegkommen von der Matte, dann könnt ihr die Fersen auf der Decke nehmen, wie es Dorina zeigt. Lange Wirbelsäule. Vielleicht wollen wir mit den Armen ein bisschen mehr anlaufen. Lorena zeigt alle Varianten. Und dann dient aber die Beine gut anspannen, so als würdet ihr aufstehen. Viel gut in die Matte stoßen. Aktives Malasana. Mit der Schnufe. Sehr gut. Nehmt die Fingerspitze auf den Boden, streckt langsam die Beine. Nehmt die Füße wieder nöch, Hüftbreit. Lauft von dort zurück in den Hund, der gegen Abend liegt. Ich schnufe das rechte Bein aufziehen. Ausschnaufen, den Fuß direkt vorne stellen, zwischen die Hände sanft landen, einschnaufen, Krieger 2, hochkommen. Ihr findet hier eure Pose, der hintere Fuß zeigt fein nach vorne, der vordere Fuß und das vordere Knie zeigen gerade nach vorne. Strecken dann das vordere Bein und ziehen den rechten Hüftknochen ein bisschen zurück, mit der Einatmung lehnen nach vorne. Ausschnaufen, drehen die rechte Hand auf Schienbein, vielleicht auf den Block, den linken Arm auf. Vielleicht müssen wir den Abstand der Füße ein bisschen kleiner machen. Beide Beine strecken. Und stellt euch vor, ihr könnt mit der Schulter an eine Wand lehnen, macht euch ganz schmal. Haltet die Bauchspannung. Weiter schnaufen. Mit der Einatmung kommen wir offen mit dem Oberkörper, nehmen die Hände zu der Hüfte und drehen den rechten Fuß nach innen. Die Zehen zeigen ein bisschen raus und dann beugen die Beine. Goddess Pose. Und schauen, dass die Knie und die Zehen in die gleiche Richtung halten. Genau.
Und mit der Einatmung strecken die Arme zur Seite aus. Und ausschnuppen, Adlerarm, kreuzen den rechten Arm über den linken, beugen die Ellenbögen, Handrücken oder Handflächen aufeinander. Die Ellenbögen sind auf Schulterhöhe, die Schulter entspannen und ziehen die Unterarme fein weg vom Gesicht, dass sie hinten durch bei den Schulterblättern eine Dehnung haben. Schnaufen hier ein. Ausschnuppen, Twist nach rechts. Einschnuppen, zurück in die Mitte. Ausschnuppen, Twist nach links. Einschnaufen zurück in die Mitte, vielleicht das Becken noch jetzt absenken. Schnaufen. Und dann strecken die Beine, lösen die Arme. Nehmen die Hände nochmal zu der Hüfte. Drehen jetzt die Füße nach innen, dass die Aussenkanten der Füße parallel sind. Schnaufen hier ein, heben die Brustbeine an, geben die Bauchspannung. Ausschnaufen, vorne abtauchen die Finger. Auf den Boden, vielleicht auf den Block, einschnaufen, das Brustbein anheben, ausschnaufen, lösen. Kopf, Nacken, Schultern sinken lassen. Können die Fingerspitzen auf die gleiche Linie nehmen wie die Zehenspitzen, können auch die Fußgelenke greifen. Wer nochmal die Schulterdehnung will, kann nochmal die Hände hinter dem Rücken verschränken. Schauen, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt auf den Fersen und auf den Zehen und die Hüften sind über den Fußgelenken. Tiefe Atmung. Und wenn ihr Druck habt im unteren Rücken, dann kommt ihr ein bisschen raus. Wenn ihr Druck habt in den Knien oder die Beinbeugung. Einschnuppen, heben das Brustbein fein an. Und mit der Ausatmung laufen zum linken Fuß, haltet die Füße wie sie sind, greifen das Fußgelenk. Einschnuppen, das Brustbein anheben. Ausschnuppen, lösen. Und ziehen euch fein über das Bein. Kommen in die Dehnung auf der Rückseite vom linken Bein. Tiefe Atmung. Auch hier anpassen für euch. Geht nicht in den Schmerz. Einschnuppen, heben das Brustbein an. Mit der Ausatmung läuft zum vorderen Fuß, dreht alle Zehen sich nach vorne, das vordere Bein beugen. Schnaufen hier ein, lange Wirbelsäule. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend liegt. Adamukha Svanasana. Können hier bleiben, Pause machen. Wer möchte, kann durch eine Vinyasa fließen. Vinyasa ist einschnaufen, hoch das Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Cobra. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut. Wir treffen uns alle wieder einen Hund, der gegen Abend schaut. Einschnaufen, das linke Bein aufziehen. Ausschnaufen, den Fuß führen, stellen zwischen die Hände, sanft landen. Einschnaufen, Krieger 2, aufkommen. Schauen, was die Füße machen. Der hintere Fuß zeigt fein nach vorne. Der vordere Fuß und das vordere Knie zeigen gerade nach vorne. Bauchspannung geben. Strecken das vordere Bein. Und dann ziehen die linke Hüfte fein zurück mit der Einatmung. Ziehen den linken Arm nach vorne, die linke Fingerspitze. Ausschnuppen, drehen. Linke Hand auf Schienbein, vielleicht auf den Block, den rechten Arm auf zu der Decke. Wenn euch der Fußabstand zu gross ist, dann könnt ihr den anpassen und dann stellt euch vor, ihr könnt mit den Schultern an eine Wand anlehnen. Macht euch ganz schmal, behaltet die Bauchspannung, schnauft. Mit der Einatmung kommt wieder auf, behaltet die Beine gerade gestreckt, nehmt die Hände zu der Hüfte, dreht die linke Zehen nach innen, geht nochmal in Goddess Pose. Zehen nach außen drehen, Bein beugen. Und die Zehen und Knie zeigen in die gleiche Richtung. Und ihr könnt natürlich die Hüfte auch ein bisschen höher behalten. Ihr könnt hier die Intensität für euch anpassen. Einschnaufen, öffnet Arm auf die Seite. Ausschnaufen, Adlerarm. Diesmal den linken Arm über dem rechten kreuzen. Ellenbögen beugen. Handflächen oder Handrücken aufeinander. Und die Ellenbögen sind auf Schulterhöhe, Schulter aber entspannt und die Unterarme können ihr fein wegschicken vom Gesicht, dann haben ihr hinten durch bei den Schulterblättern die Öffnung. Schnaufen hier ein.
Ausschieben Twist nach links. Diesmal zuerst nach links. Genau, einschnuppen in die Mitte. Ausschieben Twist nach rechts. Einschnuppen in die Mitte, bleiben. Vielleicht das Becken noch etwas tiefer. Schnaufen. Und dann das Bein strecken, die Arme lösen, die Hände zu der Hüfte. Dreht sich nach innen, die Aussenkante von den Füßen parallel. Schnaufen hier nochmal tief ein. Das Herz anheben, Bauchspannung geben. Ausschnaufen, vorne abtauchen. Fingerspitzen auf den Boden, vielleicht auf die Blöcke einschnaufen, das Brustbein anheben. Ausschnaufen, lösen, Kopf, Nacken, Schultern sinken. Wählt auch hier wieder eure Armvariante, was ihr gerade braucht. Feine Bauchspannung behalten. Das Gewicht ist gleichmäßig verteilt auf den Fersen und auf den Zehen. Die Hüfte ist über den Fußgelenk. Und auch hier passt an, wenn ihr Druck habt im unteren Rücken. Dann kommt ihr ein bisschen raus, wenn ihr Druck habt in den Knie. Dann dient die Beine beugen oder auch ganz raus aus der Pose. Tiefe Atmung. Schnaufen ein, heben das Brustbein an. Ausschnaufen, laufen mit den Händen zum rechten Fuß. Die Füße bleiben, wie sie sind. Greifen das rechte Fußgelenk. Einschnaufen, das Herz anheben. Ausschnaufen, lösen. Zieht euch fein in die Dehnung über das rechte Bein. Auch hier geht nicht in den Schmerz. Tiefe Atmung. Schnaufen. Einschnaufen, das Herz anheben. Ausschnaufen, dreht euch zum linken Fuß. Alle Zehen sicher nach vorne drüllen, das vordere Bein beugen. Tiefe Einatmung hier. Ausschnaufen, Hund, der gegen runter schaut. Adho Mukha Svanasana. Wir gehen durch den letzten Vinyasa von dieser Lektion. Einschnaufen, hochs Brett. Ausschnaufen, absenken, kontrolliert. Einschnaufen, Kobra, das Herz anheben. Ausschnaufen, Hund, der gegen runter schaut. Der letzte Hund von heute. Könnt euch wie am Anfang der Stunde nochmal bewegen, nochmal den Kopf ausschütteln, ein Bein nach dem anderen beugen. Und was euch gut tut. Haltet die vertiefte Atmung. Einschnaufen, schaut vorne zu den Handbeinen zu beugen. Ausschnaufen für den Lauf der Gumpen zwischen den Händen. Einschnaufen, das Brustbein anheben, die Fingerspitze bleiben auf der Matte. Ausschnaufen, lösen. Einschnaufen, die Fersen weglüpfen, ausschnaufen, die Beine beugen, setzt euch ab. Und dann rollt hinten die Sitzbeinhöcke, kommt ins Boot, Navasana. Die Schienbeine parallel zum Boden, könnt die Kniekehle angreifen oder die Hände hinter euch abstellen. Das Herz anheben, Bauchspannung geben, genau. Nehmt dann die Handflächen aufeinander, schnaufen hier ein. Ausschnaufen, Twist nach rechts. Einschnaufen, zurück in die Mitte. Ausschnaufen, Twist nach links. Einschnaufen, in die Mitte. Wenn ihr wollt, geht noch einmal. Ausschnaufen, Twist nach rechts. Einschnaufen, in die Mitte. Ausschnaufen, Twist nach links. Einschnaufen, in die Mitte. Bleiben, die Hände lösen voneinander. Vielleicht Beine strecken. Vielleicht ins tiefe Boden, untere Rücken auf die Matte absenken. Einschnaufen, aufkommen. Stellt die Füße dann ab auf die Matte, stellt die Hände hinter euch auf und macht die Scheibe. Wischt ein paar Mal die Knie von rechts nach links fallen lassen. Die grossen Gesäßmuskeln massieren. Bleibt dann im Zentrum. Dann streckt die Beine nach vorne aus.
Dann schaut, dass ihr aufrecht sitzen könnt. Wenn ihr hinten rollt, im unteren Rücken, dann könnt ihr eine Decke nehmen, die Decke falten und auf die Kante von der Matte sitzen, sodass das Becken wie automatisch nach vorne kippen kann. Fies flexen, Beine anspannen, einschnuppen, ziehen die Arme auf zu der Decke, findet Länge, gebt Bauchspannung, ausatmen, kontrolliert nach vorne absenken. Dann hebt ihr vielleicht Fies, vielleicht Fußgelenk, vielleicht Wade, einschnuppen, das Brustbein anheben, ausschnuppen, lösen. Denkt hier auch eher in die Länge mit der Wirbelsäule. Das Herz fein nach vorne ziehen, nicht unbedingt die Stirn zu den Knien. Bauchspannung behalten, kein Druck im unteren Rücken. Beine immer noch leicht aktivieren und tief schnaufen. Einschnuppen, heben das Brustbein an. Ausschnuppen, setzen euch auf, kontrolliert. Mit den Beinen ein bisschen ausschütteln. Stellen dann die Füße wieder auf die Matte. Wirbelsäule lang. Schnuppen ein, ziehen die Arme auf zu der Decke. Ausschnuppen, twist nach rechts. Die Arme auf die Schulter, höre ich, behalten die Wirbelsäule lang. Einschnuppen zurück in die Mitte. Ausschnuppen, twist nach links, Arm auf Schulterhöhe, lange Wirbelsäule. Einschnuppen zurück in die Mitte. Ausschnuppen lösen, legt euch ab auf den Rücken. Und kommt in ein Happy Baby. Treffen die Aussenkante von den Füßen, die Arme gehen innen durch. An den Knien probieren den unteren Rücken gut verankert zu lassen auf der Matte. Vielleicht wollen wir ein bisschen über die Wirbelsäule rollen, von links nach rechts. Wer möchte, kann ein Bein nach dem anderen ausstrecken. Und hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Langsam die Füße loslassen. Machen ganz ein kleines Päckchen. Und die Schienbeine heben, ziehen den Kopf zu den Knien, machen euch so klein, wie es geht. Schnaufen hier ein und ausschnaufen, lösen, legt euch auf den Rücken, macht euch bereit fürs Shavasana. Nehmt euch schwer sinken, macht die Handfläche zu der Decke. Nehmen hier nochmal eine tiefe Einatmung durch die Nase, füllen die Lungen. Und öffnet das Maul und schnauft aus. Shavasana. Und für die daheim, die Zeit haben, können ein langes Shavasana machen. Und wir verabschieden uns von euch an dieser Stelle. Danke fürs Mitmachen. Tschüss zusammen.